Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial in der Unreal Engine 5. Heute schauen wir uns an, wie Makros funktionieren, wozu sie gut sind. Wir sind wieder im Third-Person-Character-Template in der Unreal Engine 5. Ich habe hier den Third-Person-Blueprint, den kann ich suchen, indem ich STRG B drücke. Da werde ich direkt dirigiert ins Verzeichnis. Doppelklick drauf und da sind wir schon im Third-Person-Character-Blueprint. So, wir suchen uns eine freie Stelle. Hier links können wir uns Makros erstellen. Makros. Wenn wir hier auf Plus gehen, dann springt er auf einen neuen Tab. Ja? Makros, wir hatten im vorigen Video Funktionen besprochen, jetzt sind Makros. Also wir wollen Folgendes. Wir wollen, dass wir in diesem Makro Folgendes erstellen. Dem Makro können wir einen Namen geben, F2, und sagen hin, nenne mir deinen Namen. Ja? Nenne mir deinen Namen. So, Folgendes soll geschehen. Ganz einfach, print string. Ja, und dieser print string, wenn wir bei Makros entweder auf Input oder Output mit den exec zum Beispiel reinklicken, weil im Moment gibt es ja kein execution pin, ja, das sind execution pins, ja, die Reihenfolge der Programmabfolgen festlegen. Und wenn ich den hier rausklicke, dann erstellt er mir automatisch einen exec pin, ja. So. Und hier hat er schon beim Input einen exec pin erstellt. So. Mein Name ist Thor. Ja. So, mein Name ist Thor. So, compilen. Jetzt sind wir wieder hier und wir wollen das mit dem 1 Key aktivieren, diesen Makro. Dann klicken wir auf die rechte Maustaste, 1 Key, und da haben wir schon Keyboard Event und können diesen Makro direkt reinziehen, ja, in diesen Graph. Ja, und dann haben wir schon ein Press. Also sobald wir auf die 1 drücken, aktiviert er quasi dieses Makro, diesen Makro. So, compilen und dann auf Play und klicken wir mal auf die 1. Ja, es wird aktiviert. Super. So, ja, das können wir eigentlich löschen, muss nicht so unbedingt sein. So, jetzt können wir bei Makros auch Inputs setzen, also weitere Parameter, quasi Werte übermitteln, ja, indem wir hier draufklicken, also auf Plus. Und jetzt übermitteln wir mal einen Wert, den nennen hier Namen, und der Typ von diesem Namen soll String sein. Ja. Und wir wollen, dass von außen, hier seht ihr schon, hier können wir zum Beispiel schon den Namen eintragen, von außen zum Beispiel. Ja, schauen wir hin, Josef. Josef, so rein damit. Und wir machen mal ein Append, ja, statt hier manuell einzugeben. Und Append. Und schreiben hier hinten, mein Name ist Doppelpunkt Leerzeichen. Append ist quasi eine Aneinanderkettung von String. Ihr könnt hier quasi Satzbaustein nehmen und bestimmte Bereiche quasi als Variablen festlegen. Mein Name ist und dann das, was hier reinkommt. So, compilen wir. Jetzt haben wir eingeschrieben Josef. So, und gehen auf Play. Und jetzt auf die 1 und dann müsste stehen, mein Name ist Josef. Ja, das Doppelpunkt muss jetzt nicht sein, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ja. Jetzt wollen wir auch, dass quasi die Anzahl der Buchstaben ausgegeben wird. Ja. So, das heißt, wir wollen auch den Output-Node nutzen. Das war der Input von außen. Jetzt wird irgendwas rausgegeben und den können wir hier zum Beispiel schreiben. Buchstaben, Anzahl. Und die Buchstabenanzahl machen wir das mit Integer, das ist ja eine ganze Zahl. Und die Anzahl der Strings in einer Variable, die tut man mit dem Node Len, also Length, ja, so ähnlich Len, ja, die Länge der Anzahl der Buchstaben quasi in einem String. Das wird dann ausgegeben. So, compilen wir, gehen wieder zurück und da sehen wir haben zwar ein Output, aber wir wollen ja, dass
hier ein weiterer String ist. Ja. Print String. Aber wir haben hier keinen Execution Pin. Ja. Den wollen wir uns erstellen, indem wir hier drauf gehen. Entweder können wir uns den hier automatisch so erstellen. Ja, das geht. Oder wir stellen uns hier mit Pluszeichen und schreiben hier hin exec oder klicken exec an. Dann Output, ja, können wir eingeben. Oder ja, eigentlich müsste man für exec pin nichts eingeben, aber ja, schreiben wir hin exec. Und um die Reihenfolge zu ändern, können wir hier wie war das? Die Reihenfolge. Genau. Dann können wir hier an diesem Pünktchen quasi hochziehen, damit es visuell auch an das Gewohnte anknüpft. So, jetzt haben wir von außen einen Namen eingegeben und in diesem Makro berechnen wir die Anzahl der Buchstaben und geben es aus. Ja? Und dann können wir hier wieder schreiben, wieder mit Append arbeiten, draus ziehen. Append und hier schreiben wir hin, dein Name hat und dann noch ein Punkt, dann kommt ja die Anzahl an Buchstaben. Ja, und den können wir mal vielleicht nicht 2 Sekunden, sondern 5 Sekunden ausgeben. So, und dann gehen wir auf Compile und Play und auf die 1 gedrückt. Dein Name hat 5 Buchstaben, mein Name ist Josef, ja? Ja, wenn wir zum Beispiel einen anderen Namen eingeben, ja, keine Ahnung, Dwayne, ja, ich bin ein Dwayne, jetzt wisst ihr, was mein Interesse ist, nein, Dwayne ist nicht so, der wird aber nicht so geschrieben, naja, schreiben wir mal Rock, ja, und The Rock, ist eigentlich egal, was für einen Namen ihr eingibt, ja. The Rock. So, wie viele Buchstaben hat der? Ah, die 1 müsste ich ja drücken. Und jetzt die 1 drücken. Dein Name hat 8 Buchstaben, ja? So, also die Makros könnt ihr auch, was Besondere an Makros sind, ihr könnt sie überall aufrufen. Zum Beispiel könnte ich den hier nochmal aufrufen. Dann könnte ich den hier nochmal aufrufen. Ja, also ihr könnt den in verschiedenen Bereichen des gleichen Blueprints aufrufen. Nachteile bzw. das, was ihr nicht mit Blueprints, mit Makros könnt, ist, ihr könnt es nicht in anderen Blueprints öffnen. Zum Beispiel, wenn wir in Level Blueprint sind, hier ist der Level Blueprint und geben ein Cast2 Third Person Character. Ja, das hatten wir ja bei Funktionen gehabt, das ging ja, aber bei geht das nicht. Begin Play. Ja. Get Player Character. So, also, genau. Also man kann quasi die Makros nicht in einem anderen Blueprint aufrufen. Wenn ihr zum Beispiel hier, der Makro hieß ja nenne mir deinen Namen und dann haben wir Cast2 und ziehen hier den Pin raus und schreiben hier nenne mir deinen Namen, gibt es nicht. Gibt es nicht, kann man nicht. Funktionen kann man überall aufrufen, aber Makros nicht. Was man in Makros machen kann, ist, man kann Delay Notes eingeben, was man andersherum in Funktionen nicht machen kann. Das heißt, wenn ihr hier Delay eingibt, habt ihr unten Delay und könnt quasi den Output, in dem Fall wäre es das Ausgeben von der Integer-Wert, in 2 Sekunden verzögern. Ja? Ja, also Delay Notes auf jeden Fall. Und wozu sind Makros gut? Makros sind gut zum Beispiel, um auch eine gewisse Übersicht da zu erstellen und auch eine gute Übersicht zu gewährleisten. Also wenn euer Programmcode zu unübersichtlich wird, wenn zu viele Notes auf einmal da sind, dass ihr das quasi zusammenfasst mit einem guten Titel und immer wieder auch neu benutzen könnt. Ihr müsst nicht copy-paste den ganzen Bereich, sondern ihr tut quasi nur reinziehen. Ja, das ist ganz praktisch. So, also das war's für heute. Wenn ihr Rückfragen habt, gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich noch. Danke nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.